So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben jetzt so ziemlich alles durchgesucht. Die Wachen sind auch nicht mehr so glücklich, dass sie uns sehen müssen. Also verschwinden wir mal und suchen die Hütte des Weidelers. Also Weidmanns Heil, ne? Ah, hier können wir uns theoretisch noch umschauen. Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar seinen eigenen Rotz essen. Na, seid ihr lecker. Arsch drauf verwenden. Aber später. Ekelhaft. Warte, wir nehmen erstmal kurz noch die ganzen Zutaten. Hier ist der Brunnen, wo wir rausgestiegen sind. Hallo, sammel. Ich hasse es, wenn Geralt losschlägt und dann nicht mehr sammeln kann. So, die Frage ist jetzt, kann man da unten rein? Nö. Kann man sonst irgendwo rein? Nee, aber hier gibt's noch Harnfasern. Wir nehmen's einfach. Die Jungs sagen, im Dorf gäb's ein Mädel, so, und hier noch drei Molei-Pfeil. Rindtraube. Ich weiß echt nicht, ob wir die Zutaten irgendwann je einsetzen werden, aber... Gut, wir haben sie. Soll ich dir in den Arsch drehen? So, wir bräuchten einen Schnellreisepunkt, ihr Lieben. Hat sie einen? Nee, aber erstmal Händler. Genau, Händler sind auch wichtig. So, Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Na klar. Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Ich hoffe, den Ventilator hört man nicht. So. Besser. Was hast du anzubieten? Zeig mir, was du hast. 400 Gold, das ist doch ganz Adelberts dritte Karte. Okay. Und noch Quint-Karten. Die brauchen wir leider alle. Ansonsten hast du nichts Interessantes. Gut. Wir können dir die Rüstung verkaufen und die Bücher aber nicht. Okay, Moment. Auf Wiedersehen. Ich will dann doch erst mit dem da reden. Wie kann ich helfen? Hallo. Ich suche einen Meisterschmied. Wieso suche ich einen Meisterschmied? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Oh, habt ihr Eheprobleme? Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Jawohl, Riese. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Okay. Wisst ihr, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Okay, lebt wohl. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. So, Moment, ich will aber trotzdem noch mit dir reden. Wie kann ich helfen? Was hast du im Angebot? Kannst du meine Rüstung im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, dem kann man auch Rüstung verkaufen. Dann machen wir... Oh, er hat 740 Gold. Also, verkaufen, verkaufen, zack, zack. Zack, 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 zack. Was nimmt er denn sonst noch? Er nimmt plötzlich Scheiß. Jetzt hat er gar nicht mehr so viel Gold.
Ordentliche Summe. Nee, das ist mir nicht ordentlich genug. Und Handwerkszeug, komm mal. Nee, das behalten wir. Gut. Was hältst du von einem Ründchen Gewind? Leb wohl. Nö. Wann anders? Okay, Moment. Da hat's noch mal was. Mann des Barons. Da ist noch mal ein Poster. Okay, aufwerten. Ah ne, es war nur Aufwertung. Okay. Und ein Weinstein. Oder? Ich wünsche euch die Pocken. Oh, man kann auch Rüstung aufwerten. Du verstehst Galgenenten. Ich habe aus Versehen gezaubert. Tut mir leid. Ich will nicht. Wir wollen noch mit dir handeln. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Unsere? Oh, Kommunismus vom Feinsten. Zeig mir, was du hast. Was können wir dir noch verkaufen? Hier, dieser sonstige Müll. Und Alchemie würdest du auch alles nehmen. Ich will diese Kackbücher loswerden. Genau. Und da will er sie schon wieder nicht nehmen. Hat's noch irgendwelche ganz wertvollen Sachen? Nicht wirklich. Ein Schlüssel mit temerischer Lilie. Die sind alle nicht so wertvoll. Die zerlege ich am besten. Wobei, das Fell. Das war ganz gut. Und sonst? Nö. Beil. Alles Schrott. Pferdehaut vielleicht noch. Ja. Und Normalhaut. Die Leitern sind wertvoll. Warum auch immer. Okay. Gut. Dann schnell sortieren. Ich will euch alle Sachen loswerden, Mann. Gut, lebt wohl. Auf Wiedersehen. Wir müssen jetzt aber echt fast weiter. Gäb's hier nicht noch eine Quest. Na, benutze es. Unsere Hündin hat geworfen. Ach, schön. Sie tauscht Hunde, okay. Gewinnt neue Spieler. Faustkämpfe. Auftrag Bestie von Ehrendorf. Auftrag Kreischling. Pferderin. Haben wir neue Quests jetzt bekommen? Ja, Level 25. Warum auch immer. Kreischling gäb's. Und der ist auch gleich hier, der Auftraggeber. Ja, quatschen wir mal mit ihm. Gewinnt neue Spieler gesucht. Aha, ja, okay. Die dritte Karte. Piktogramme, was auch immer. So. Fliegende Fäuste wählen. Alter! War das gerade Blut? Nur Moment, das sah gerade cool aus. Wie das Blut da runter. Scheiße, ich treffe. Warte, dazu mal. Ha! Ja, wir brennen so. Oh, sieht es dämlich aus. Okay. Hallo, gemeines Volk. Ich latsche einfach nur durch. So, was Schema hast du Verbesserung der Katzenschüler? Oh Gott. So viele Sachen. Grüß dich. Ja? Hallo. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling. Ey, wehe, das ist jetzt dein Baby. Ja, und wir müssen es schlachten. Das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Belohnung ist zu niedrig, ganz klar. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Ich mein, Gedärme und so ganzer Scheiß. Gib mir 364. Nein, gib mir 250. 260. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Ganz genau. Dann nehme ich an. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Ja, nein. Simko vielleicht.
Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Ja, wir unterlegen ihm einfach Hypnose und dann fertig. Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Gut, irgendwo im Anwesen. Also das Haus hier. Ah, da liegt er. Na? Ich will hier einmal alles mitnehmen noch. Es ist toll, wie es die Leute einfach gar nicht stört. So, aufnehmen. Aufnehmen. Herrlich. Ausmachen, genau, auch ganz wichtig. So, Holz. Warum lagert man Holz in einem Sack? Bauer, Bäuerin. Und Wasserflasche. Warte, er ist da hinten. Bevor ich jetzt kurz zu dem Typ gehe, will ich nochmal kurz zum Gemischwarenladen. Was geht denn bei dem auf dem Boden? Danke für die Chroniken. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Waren als du, zeig aber lass uns handeln. Was hast du denn? Religion und Leben. Ein Ausrufezeichen ist dran, also könnte wichtig sein. Und dann hast du noch Karten. Die brauchen wir. Dafür kriegst du... Warum ist das rot? Weil es markiert ist? Ja. Nee. Bestie von Ehrendorf. Es ist rot, weil es gefährlich ist. Wir können dir auch nicht die Teile geben. Gut. Also, wo im Anwesen soll das bitteschön sein? Sprich mit dem Zeugen, untersuch den Schauplatz. Da ist er, der Zeuge. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Nee, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie hässlich. Ein Gockel, aber riesig. Am und Basilisk. Mit Eidechsenschwanz. Basilisk? Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Alter, dieser brutale Anblick, ne? Und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Psst, Junge, halt die Fresse. Ruhig. Ja, ich wusste doch, dass man den hypnotisieren kann. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Ich glaube, es ist ein Basilisk. Kann ich mir vorstellen. So, wo ist denn der Schauplatz? Ach, gar nicht so weit entfernt. Aber ich glaube, wir müssen einmal außen rum. Ja, weil Basilisken müssen nicht diese Echsen sein. Es können nämlich auch diese Halbgockel sein. Ich habe früher mal D&D, oder was heißt früher? Ich habe vor zwei mal Dungeons and Dragons gespielt und da mal das Monsterhandbuch durchgeguckt. Und da wäre ein Basilisk eben was anderes gewesen. Und hier ist nochmal eine Quest. Ich kann nicht speichern? Jetzt. Hallo, Ronwit von Sümpfle. Zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht okay. Die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwit vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Ups. Na gut. Zu komm, nicht lange. Bringen wir es hinter uns. Quatschen mehr. Jo, wahrscheinlich. Also, hast du schon mal was von Ehre gehört? Also, kriegst du aufs Maul. Schon gut. Ich ergebe das mich. Das war ja mal ein mega unfairer Schlag.
Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Nächstes Mal bring ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Ja. Abwarten. Viel Spaß bei deinen anderen 100 Duellen. Gut. Damit würde ich sagen, die Tür ist abgeschlossen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.